Messi. Jetzt hat er noch einmal etwas Platz, versucht mit einem Weitschuss. Und der war nicht ganz ungefährlich für Jan Sommer, dieser Aufsetzer. Und dann Scherr hier mit der Möglichkeit, auch hier ein Kopfball auf der anderen Seite, 24. Spielminute. Nach Gesal jetzt Fabian Scherr hier. Und auch den ließ man eigentlich schalten und walten hier. Suá, Gesal, dann Streller. Handspiel wird reklamiert. Und FC Basel versieht die nächste Chance. Ja, das war ganz lang gewinkelt. Und auch nicht die Arme irgendwo in der Luft. Also ich denke, das ist korrekt hier, dass Henny weiterlaufen lässt. Und dann hat hier Streller die Chance. Dann Frei. Auch hier der Doppelpass, Frei, Alex Frei, der Ball auch hier nicht über der Linie, Handspiel wird da noch reklamiert, Scherr mit Frei und dann, ja, Saif Gesal, da hat er dann wohl das Gegentor verhindert. Grünen und das gibt jetzt den Elfmeter für den FC Basel. Chuo Park, das Opfer nach 53 Minuten. Und jetzt Guillaume Febvre, der hier klärt gegen Alex Frei. 54. Minute. Giliappi hat ihn Lausanne verschossen. Alex Frei jetzt hier zu Hause gegen den FC Thun. Die letzten 10 Minuten laufen jetzt hier im St. Jakob Park. Und jetzt Streller, Tor! 1:0 für den FC Basel! Hier Diaz mit der Flanke und dann direkt abgenommen von Streller. Anders geht's wohl heute einfach nicht. Und dann ist auch Guillaume Febvre machtlos. Und dann ist die Partie zu Ende. 14. Saisonsieg für den FC Basel.